Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir werden jetzt mal die süße kleine Garnisonsarmee einnehmen, die sehr groß ist. Also fast, ja, 1100 als Garnisonsarmee läuft. Also wir können das auch automatisch machen, aber ja, bei so vielen Fernkämpfer. Okay. Der kommt uns entgegen. Aber warum? Also, was ich sagen wollte, bei so vielen Fernkämpfern ist es häufig so, dass der Computerspieler die Pikiniere eben wegschmeißt. Also, nicht ganz wegschmeißt, aber halt so, dass es brenzlig wird. So, und wie will der jetzt gewinnen? Ich weiß es nicht, wisst ihr das? Auf jeden Fall werde ich mich mal hier rechts aufstellen. Und zwar ganz rechts. Ich will quasi die linke Flanke. Also ich habe jetzt sozusagen eine Überschneidung in der Mitte. Aber sonst keine wirkliche Fokussierung. Also ich will halt einfach ihn umkreisen. Und das werde ich auch machen. Und er kommt mir entgegen. Das ist natürlich wunderbar. Ah, schau mal, Berge. Mhm. Und da ist die Stadt. So. Der bleibt da jetzt. Okay, also, wenn ihr in so einer Situation seid, geht nach hier. Geht nach hier oben. Weil hier hätten wir das Problem, dass wir gegen den Hügel kämpfen müssen. Und ihr man selbst hätte eben Vorteil, dass man vor Kavallerieangriffen mehr oder weniger geschützt ist, hier in den, Bergen, Feldern und Wälder. Das ist natürlich ein Wald. Also, man ist nicht hundertprozentig geschützt, natürlich, weil Kavallerie kommt da durch, aber sie ist langsamer. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. So. Das gilt natürlich auch für Infanterie, die ist halt einfach langsamer durch den Wald. Vor allen Dingen, wenn sie, man sieht das hier, es sind nur ein paar Bäume, aber dadurch, dass die Hopliten in Formation gehen, sind die ultra langsam. Ist immer so. Ist ja auch logisch. So. Das war kurz mal eine kleine Erklärung. Jetzt geht's zum Kampf. So, jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen schneller sein. So. Die steigen gleich mal hier hin. Die da steigen gleich mal dahin. Und die Kavallerie. Die Kavallerie bleibt erstmal da. So, hier können wir auch die Formation ausmachen. Dann gehen sie ein bisschen schneller. Und jetzt fange ich mal an, voranzugehen. So, und jetzt mache ich hier gleich das wieder an. Die da galoppieren mal hier hoch. Und
Ja, galoppiert mal hier hin. So, die fokussieren jetzt mal hier, die da. Die gehen hier rauf. Der geht hier rauf. Die da gehen hier. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist in Ordnung. So. Männer wanken. Wieso wanken die denn? Charge mal in den Rücken. So. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Weil du charge jetzt mal auch nach oben. Hier ist niemand mehr. Oder du charge nicht nach oben, je nachdem, wie du willst. Okay, ihr hört mal auf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Also, ihr könnt mal die jetzt töten, ne? Also gut war das nicht gerade. Gut war das auf jeden Fall nicht. Da sind vor allen Dingen hier, von den beiden sind viel zu viel gestorben. Ja, das ist halt das Problem mit den Peltasten. Da sind ein bisschen zu viele noch da. So. Bisschen vorspulen. Achso, warte, der hatte gar keinen General. Achso, ja, ja. Na dann. So. Ja, wer war denn der da? War so heftig, ne? Der hat fast 200. Das war der, glaube ich, auf meiner rechten Flanke, der gegen die gekämpft hat. Aha. Ja, die waren halt im Wald und im Wald sind die sehr schlecht. Also, da sind sogar die Römer besser und die sind, haben auch ein paar Mali. Alter, das sind nur 8. Das sind nur 8, die haben da überlebt. Nehme ich das ein? Ich nehme das ein, glaube ich. Weiß gar nicht. Ah, wir sind über Pella. Ja, natürlich nehme ich das ein. Aha. Okay, wir haben noch 9000. Dann verbessere ich das mal. Das lasse ich. Griechische Balliste. In der Stadt natürlich, ja. Nicht ganz schlecht, aber auch nicht gut. So. Der hat einen neuen Skill. Das ist natürlich... super. Was kannst du da... Ah, super. Wer bist du? Alexanders Vermächtnis. Wo ist... Da ist Untergang. Und da ist der... genau. Da habe ich ja so mega verloren. Stimmt, warte mal. Das ändert sich da jetzt nicht. Gut, dann gib mal Dareios Untergang dem dem Stolz was, ne? Okay, die ist Level 5.
Die ist Level... Nee, die ist Level 3. Okay. Okay. Genau. Seleukia greifen wir dann an. Und dann Xarax. Und dann gehen wir mit denen nach hier unten. Und dann haben wir Mesopotamia. Aber da ist nochmal eine Fullstack-Armee. Da müssen wir aufpassen. Die Götter des Krieges. Pergamon. Tushpa. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und Drüsen. Warte, die Moral. Nee, hier. Genau. Thrakien ist gerade nicht so sehr gut hoch. Eroberung minus 40. Ja, okay. Plündern minus 10. Und, ja, okay. Das geht eigentlich alles. 50 Nahrung geht auch voll klar. Ich will aber, ich brauche mehr Geld. Das heißt, hier bauen wir mal aus. Hier können wir eigentlich hier das ausbauen. Und den Rest stecken wir in die Armee. Und zwar hier rein. Gut, also Fernkämpfer haben wir. Steinschleuderer sind zwar nicht so die allererste Sahne, aber geht schon. Gut, Hopliten noch. Und Kavallerie haben wir hier jetzt nur die zwei Bob-Dinger. Wann können wir denn die besseren Hopliten-Kaserne? Warte mal. Hetairen-Reiterei will ich. Aspis-Hetairen sind natürlich... Warte. Mal schauen. Also, Gesundheit ist minimal, aber der Rest ist richtig gut. Also, Nahkampfangriff haben die fast 70, die haben nur 50. Waffenschaden sind die Aspis auch besser. Sturmangriffsbonus sind die Hetairen besser. Nahkampfabwehr. Also quasi sind die Hetairen dann die Kataphrakte quasi und die Aspis sind die normalen. Also nicht die normalen, sondern diejenigen, die auch in der Schlacht im Kampf bleiben können. Okay. Die sind gut. Und Schildträger sind auch super. Königliche Kaserne, wann bekomme ich die? Die bekomme ich in... sehr spät. Hoplitenkaserne. Wieso ist Bau nicht möglich? Ach so, der hatte da schon. Okay, dann wirst du mal nach Dura zurückgehen. Nach Dura zurückgehen. Ja, okay, hier können wir die Pekiniere schon holen, die 4. Und dann hier mit der Kaserne. Alexanders Vermächtnis, die sind halt auch schon sehr, sehr, sehr... Boah, Rang 9. Super. Der kann ja sogar schon noch gehen. Du marschierst mal hier entlang. So. Und dann sind wir, glaube ich, schon fertig. Du kannst nirgendwo hin, ne? Beziehungsweise dich... ich überlege, dich zurückzuschicken wegen der Fullstack-Armee hier. Also der kann, glaube ich, nee, der kann nicht innerhalb von einem Zug nach Edessa. Hier habe ich noch einen freien Platz. Oh, komm.
Mal schauen. Also hier hatte ich auch einen freien Platz, aber das spare ich mir. Das spare ich mir auch. Hier habe ich... Oh, nee, doch nicht. Okay, sonst passt alles. Hier könnte ich noch Münzen... Ja, hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt für diese Runde fertig. Der bekommt nichts. Und der bekommt nichts. Gut, weiter geht's. So. Rom ist auch wieder relativ groß geworden. Also, genau, deswegen ist es ganz gut, dass er Hetra noch in der Fullsack-Armee da hat. Weil da kommen schon die nächsten. Ach, was willst du denn, hä? What? Wieso habe ich da keine Garnison? Ach, das ist doch dämlich. Warte, das ist eine Armee, ne? Dann... wo ist die? Meine nächste da. Das nervt. Ich könnte trotzdem versuchen, die zu rammen. Weil er hat nur ja, Transporter und ich habe Trieren mit Rammsporn vorne drauf. Und ja. Also, wenn es gut läuft, bekomme ich zwei. Wenn schlecht läuft, landet er einfach ohne mich zu beachten. Das kann nämlich auch sein. Und das danach sieht es gerade aus. Ich dachte, da bin ich jetzt zu weit zu weit nach hinten gegangen. Puh. Das ist nicht gut. Oh Mann, wieso landest du auch? Normalerweise landen die nicht, sondern die wollen zuerst die Flotte töten. Ach, das ist jetzt doch total unnötig. Komm schon. Ja, jetzt hat. Da wird auch ein Schuh draus. Okay. Und wehe, du machst jetzt sofort. Ja, mach das sofort. Das ist so unrealistisch. Ja, komm. Da hätte ich auch Erkan getötet, deswegen mache ich jetzt einfach weg. Ja. Also Rammen wäre richtig gewesen, aber sobald er das Rammen durch eine durchs Entern eben überbrückt, dann zählt das Rammen nicht mehr. Und das ist ein, ja, wie ich finde, ein Bug. Aber mei. Weil das schafft er auch nicht immer. Also da muss ein bisschen was laufen, damit es passiert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber also, wenn man es selbst versucht, dann ist es so, dass man die ganze Zeit fast schon Dauer drücken muss, damit der entert, anstatt zu... Also, wenn der Gegner rammt will, ja. Eine neue politische Intrige hat sich entwickelt, gebildet. Ziel, antigonidische Dynastie. Genau, super. Umsturz überfallen. So wird Erwachsenenmission erfolgreich. Und da wäre, Alter, 10.000, das ist gut. Ziel erteilt, beherrscht sie entweder durch direkten Besitz oder Klientelkönigtum. 10 Provinzen. 17.000 bekommen wir dafür.
10 Provinzen. Wir haben momentan rein theoretisch 1, 2, 3, 4. Die sind nicht unser Klientel, ne? Ja, das sieht man da nicht. 5, bald 6. Ja, okay, mal schauen. So, wo ist jetzt hier? Da ist der. Den werden wir dann hier mal begrüßen, ne? Bei der Brücke. Du gehst jetzt mal hier hin. Du gehst Richtung hier. Ah, sehr schön. Und du holst dir jetzt mal Leinenpanzer. Oh nein. Ah, hier gibt es Leinenpanzer-Pikiniere. Und Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Okay, dann holen wir noch einmal Hopliten. Dann 3, 4. Und dann Sturmangriffsbonus. Die sind richtig übel. Gut. So. Und dann würde ich die da auch wieder wegmachen. Aber machen, schauen wir dann. Gut. So. Jetzt sind hier ein paar. Warte, wie groß ist die Garnison? Die ist winzig. Aber das ist eine Burg oder eine Festung. Und die haben nicht wirklich gute Typen. Das heißt, rein theoretisch könnte ich auch die Fullstacker jetzt, ja, ist ja gut. Die Fullstacker mal hinnehmen, ne? Wie wär's damit? Yo. Er hat einfach eine Kavallerie von mir getötet. So. Gut, hier oben die Rebellen. Ja, tschüss. So, Singidunum ist auch schon besetzt. Warte, ich. Aber das ist echt krass. Also Rom. Also hier sind die krass vertreten und Syrakus ist riesig. Syrakus ist hier. Und hier die Turdetaner sind auch bis hier oben. Und dann Avena sind von. Nee, das ist Granuten. Krass. Na, ja, okay. Königlichen Sklöten sind normal da oben. Dann. Ja, Patine wurde von uns ziemlich zurückgedrängt. Aber hier, also ganz ehrlich, das da, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist super. Finde ich richtig, richtig cool. So, du wirst jetzt mal wieder aktiviert. Gut, dann sind wir auch für diese Folge fertig. Nächste Runde werden wir die Streiter des Amasis vernichten. Ah, Tushpa ist befreit, das ist gut. Und wir werden nächste Runde Seleukia einnehmen. Wie groß ist die Garnison? 10er. Das geht eigentlich. Und ja, genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.